Herzlich willkommen, Space Haven Teil 2. Die Musik ist echt schön, oder? Ja, ist echt schön. Nützt nichts, wir sind auf unserer Raumstation und müssen uns mit den Widrigkeiten des Lebens rumschlagen. Und erstmal mit einem schönen Abendessen, würde ich sagen. Es ist 0 Uhr, ich glaube, das hier ist die Uhrzeit. Man kann ja nicht draufklicken, leider. Bau einen Wiederaufbereiter. Wandelschrott, achso, das war ja genau. Wir wollten den Wiederaufbereiter bauen, letzte Folge. Wir wollten auch eine neue Kapsel bauen, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also, ich habe die Kapsel noch nicht gefunden. Wir können natürlich hier mal gucken, ob wir hier Kapsel... Ne, es gibt nur das Kapselhangar. Ja, vielleicht war das ein bisschen voreilig. Aber egal, wir lassen es mal da. Man weiß nicht, vielleicht kommt ja noch eine Kapsel dazu. Moment, schlafen die? Werden wir das Ganze mal ein bisschen schneller fahren lassen. Schiff in Sektor eingetreten. Was, was, was? Moment, was? Schiff ist in Sektor eingetreten. MFS... Oh, okay. Oh, oh. Die haben offensichtlich... Verhältnis neutral. Okay, Höhenstabilität 73, Schild 12, Schilddurchbruchsrisiko 0%. Okay. Captain Sandwich, Officer Freezer, sucht unsere Schiffe und Stationen auf, wenn euch die Laune nach einem Einkaufsbummel steht. Direktbefehl, Heimatschiff festlegen, kapitulieren. Ne, warte mal, wir wollen ja nicht... Können wir das jetzt hier anklicken? Wir können die auch nicht... Hallo, wie können wir da mit denen reden? Ach, hier. Handeln. Ach, guck mal, wir können handeln. Wir brauchen, bieten an. Ist das das, was wir anbieten? Ich denke nicht, ne? Wo ist denn unser Geld eigentlich? Grüßen. Wir grüßen die erstmal. Wir haben sie gegrüßt. Neu im Sektor. Handel gestattet. Sehr gut. Die Frage ist, was brauchen wir denn? Brauchen wir Nahrung oder sowas? Wasser? Handel. Bieten an. Heißt, wir bieten an oder die bieten an? Die haben 37 Eisblöcke. Okay, wir haben offensichtlich keine Eisblöcke. Heißt, das hier wird das sein, was wir haben. Wir haben 18 Biomasse, ist das richtig? Hypertreibstoff. Okay, wir müssen mal gucken. Achso, ja, da ist unser Geld. Ich sehe es gerade. Credits 0. Ich denke mal, dann ist das eine nette Idee, aber leider werden wir davon nicht Gebrauch machen. Schade eigentlich. Zumal auch alle gerade schlafen. Diese orangenen Balken, die sich hier füllen, sieht aus, als wäre es sozusagen Sonnenaufgang oder irgendeine Art von Licht oder so. So, jetzt stehen alle auf. So früh in der Morgenstunde. Und was machen die? Gehen erstmal los und direkt zur Anlage. Machen Frühstück. Was macht jetzt diese Anlage? Übersicht, Verrichtungen, Logistik, Fleisch. Itzel macht irgendwas an dieser Maschine hier. Logistik, Eis, zuweisen. Ach, die machen Wasser. 30 haben wir gerade. 31 haben wir gerade. Ich glaube, das ist, weil das Eis da jetzt benutzt wird, oder? Einstellungen, Ressourcenauflistung. Okay, 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 okay. Anzeigen wir 0. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, da ist einiges zu tun. Also mit den einzelnen Menüs kann man sich wahrscheinlich auch... Ach, guck mal, hier kann man wenig, viel, sehr viel, ganz viel machen. Das ist doch schön. Anpassen der Zahl sichtbarer Besatzungsmitglieder. Okay, sind jetzt aktuell halt alle. Wir machen mal nur 3, oder? Oder nur 2. Können wir die vielleicht... Einstellungen kopieren. Können wir die der
als erstes aufführen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache. Kann man die verschieben? Ja, krass. Okay. Okay, also das kann man hier komplett individualisieren, was dann gar nicht so schlecht ist, tatsächlich. Nice. Was haben wir hier? Eis. Wir brauchen halt noch so eine Förderkapsel. Das nützt alles nichts. Anpassung. Förderkapseln dienen zum Abbau von Rohstoffen. Asteroiden. Förderkapseln benötigen einen Bediener. Solange er nicht für eine bereits existierende Kapsel reserviert ist, kann er auch neue Kapseln produzieren. Aber wie? Keine Verrichtung. Sauerstoff. Ach, hier. Fahrzeug bauen. Guck mal. Bau des Fahrzeugs. Sehr gut. Wir bauen einmal. Itzel baut einmal eine Kapsel. Sehr gut. Das ist schön, dass wir das gefunden haben. Offensichtlich haben wir alles abgebaut. 6 von 6. Ich würde fast denken, wir haben nur 4 Eis. Wir bauen hier einfach noch mehr ab. So, bauen einfach alles ab. Sehr gut. Jetzt müsste ja einer das hier machen. Einer müsste die Kapsel bauen. Und einer, zwei sind gerade auf dem Klo. Naja, gut. Das lassen wir jetzt mal so, wie es ist, ne? Was haben wir hier? Ja. Leiche bewegen, Regeln, Transferbesatzung. Also man muss schon sagen, es ist schon echt ganz schön viel. Ah, jetzt bauen die zu zweit da hinten. Das ist ein bisschen schade. Fliegen die alle immer zum gleichen Ziel oder könnte man denen auch Verrichtungen vorgeben? Neu zuweisen, ausmustern, neu zuweisen. Fahrzeug einem anderen Hangar zuweisen. Ne, das wollen wir eigentlich nicht. Naja, gut, die wissen schon, was sie tun. Nehme ich mal an. Das war jetzt hier die Wasseraufbereitungsanlage. Die könnte man nochmal bewegen. Naja. Hier war jetzt eigentlich die Sache, dass wir hier diesen Wiederaufbereiter reinsetzen, weil er so laut ist. Ne? Was ist das eigentlich für ein Gerät? Das pochende Herz deines Schiffes wandelt Energium in Basisstrom und Leistungsstrom um, welcher der Versorgung der anderen Anlagen dient. Sehr gut. Aber sehen wir eigentlich, wir haben noch 31, also offensichtlich alles noch im grünen Bereich. Hier haben wir noch irgendwas. Das könnten wir selbst sein. Transfer. Das ist das. Regeln, Besatzung, Einstellungen. Das ist alles nicht das, was ich sehen möchte. Ich möchte wissen, wofür diese Balken da sind. Hei, hei, hei. Was haben wir eigentlich hier? Wir waren noch nicht fertig. Ne? Systeme angucken. Flotte 3 von 4. Fahrzeuge in Hangars 2 von 3. Also einer ist gerade draußen. Offensichtlich können wir da eine ganze Menge Zeugs machen. Hypersprung. Hyper. Vorbereiten. Was haben wir hier? Was ist das? Angriffssysteme. Okay, so weit sind wir noch nicht. Die taktische Karte. Ah ja, hier können wir natürlich dann direkt schnell sagen, das und das soll passieren. Eis 0 von 6. Geplanter Abbau 6. Sehr gut. Wir müssen vielleicht irgendwann dann auch mal was war das jetzt hier nochmal? Hyperium. Wofür brauchte man nochmal Hyperium? Exotische Kristalle. So, Hypertreibstoff. Ah ja, okay. Verstehe. So, was ist denn jetzt hier los, Freunde der Nacht? Ihr seid schon wieder im Feierabend, oder? Ich mache mal ein bisschen schneller. Schifffahrtssektor verlassen. MFS The Freezer ist weg. Das war hier oben diese Anzeige. Das war auch nicht so schlecht, dass man die mal gesehen hat. Den Wiederaufbereiter müssen wir noch bauen. Wir gucken mal, wie groß das Ding ist. Das ist schon riesig. Ja, dann würden wir es fast hier so reinsetzen. Guck mal, vielleicht können wir es sogar noch eine Stelle reinsetzen. Dann können wir hier erstmal eine Wand bauen. Vielleicht sollten wir das auch mal
kann hier leider noch nicht so ganz sehen. Ist das so richtig? Nee, oder? Doch, so müsste das richtig sein. Für Bauansicht gedrückt halten V. Ei, okay. Ah ja. Mhm. Uiuiui, man kann sehr nah ranzoomen. Okay. Machen wir mal den Wiederaufbereiter vielleicht zuerst. Setzen wir den ganz in die Ecke? Nein, wir setzen den einfach direkt hier so rein. Okay. Und jetzt bauen wir hier die Wände drumherum. Finde ich eine gute Sache. So. Wir brauchen ja auch eine Türe. Wir nehmen so eine X1-Türe. Sehr gut. Dann ist der ein bisschen, ne, ihr wisst schon, abgeschirmt von den anderen Sachen. Verrichtungen, Logistik-Infrablöcke, Tech-Blöcke. Gut, das müssen wir erstmal bauen, damit wir das Ding da hinten fertig haben. Also langsam sieht unsere Plattform ein bisschen seltsam aus. Ich wüsste jetzt noch nicht so ganz genau, ob wir damit durchs All fliegen können. Aber naja, so ist das halt. So, Rice ist dabei, das Eis zu holen. Das ist schön, Rice holt Eis. So kriegt man Spitznamen. Ja, so kriegt man Spitznamen. Zeit mit dem Planmanagement. Ah ja, guck mal, hier sieht man auch. Aktuell sind sie alle beim Arbeiten. Bis 21 Uhr. Na, also das ist die Uhrzeit hier, 14 Uhr. Und dann fangen sie an mit Freizeit 2 Stunden und dann schlafen sie 5 Stunden. Und dann nochmal eine Stunde Freizeit, also aufs Klo gehen und so weiter. Schön. Schön. Ich bin mal gespannt. Wir können ja gucken. Ach, wir haben hier auch noch... Ah ne, warte mal, wir werden mal... Wir werden danach mal hier noch das abbauen müssen. Da werden wir auch mal 6 Stück abbauen. Habe ich jetzt 5 gedrückt? Geplanter Abbau. Achso, das ist die Anzahl von Zeugs, die da drauf ist. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wa? So. Rüste deine Besatzungsmitglieder aus. Erstens, wähle einen Charakter aus und benutze die Schaltfläche Direktbefehl unterstellen. Links unten in der UI. Der entsprechende Charakter kann nun manuell gesteuert werden. Bewege ihn danach in die Nähe deiner Lagereinrichtung. Klick zum Bewegen des Charakters mit der rechten Maustaste auf ein leeres Bodenfeld. Mit dem Rechtsklick auf die Mitte der Lagereinrichtung öffnest du die Interaktionssymbole. Klicke auf das Interaktionssymbol. Zu bewaffnen. Sollte das betreffende Lager leer sein? Okay, dann machen wir mal ganz kurz Pause. Gucken wir uns doch nochmal an. Wer hat denn jetzt hier nochmal... Genau, das müssen wir uns jetzt mal angucken hier. Wer hatte denn nochmal... Konnte denn nochmal gut mit den Dingern hier umgehen? Waffen 1, Waffe 2. Also Rice und Itzel sind die mit den Waffenskills. Dann nehmen wir einfach mal... Ditte hier. Dann Ditte hier. Aufheben. Schlagen. Nee, aufheben. Okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. Itzel wird jetzt hierher laufen. Schalte mal die Fertigkeiten aus. Und der Direktbefehl. Oh, sehr gut. Direktbefehl ist quasi so, ach, wundervoll, guck mal. So, und ich würde mal sagen, benötigt die Fertigkeit Waffen 3, Waffe 1. Ja, das geht leider nur dann das hier. Sekundär in Benutzung, Schutztasche. Wo können wir das denn hier so reinlegen? Erforsche, Momentchen mal eben. Das ist ja nett, dass das jetzt so geht, aber ich wollte ja eigentlich gucken, wo können wir es denn sonst noch hin? Jetzt hier sekundär. Ach guck mal, die haben alle Pistolen, ne? Das heißt, wir könnten die alle zumindest mit einer Sekundärwaffe ausrüsten. Okay, so Direktbefehl, dann wieder stoppen, richtig? Jetzt müsste der sich wieder von alleine wegbewegen. Tut er das denn? Ich glaube, er weiß gerade nichts mit sich anzufangen.
Ah, jetzt bewegt jetzt er sich. Okay. Erforsche ein verlassenes Schiff. Alleine loszuziehen kann gefährlich sein. Besser wäre ein Außenteam, das aus mehr als einem Besatzungsmitglied besteht. Direkt befehligte Besatzungsmitglieder können mit einem Rechtsklick auf die Mitte des Shuttles an Bord desselben geschickt werden. Wähle aus den sich öffnenden Interaktionssymbolen Fahrzeugbesteigen aus. Dadurch wird auch das Shuttle automatisch deinem Direktbefehl unterstellt. Während das Shuttle mit Besatzungsmitgliedern an Bord direkt befehligt wird, kannst du es von Hand mit der rechten Maustaste bewegen. Nutze die ausgewählten Shuttle, bei ausgewähltem Shuttle die Schaltfläche Andocken links unten und wähle an der Andockstelle neben einem verlassenen Schiff aus. In Folge wird das Shuttle automatisch zur gewünschten Position gesteuert. Nach Andocken kann der Besatzung über das Fenster unten links direkt Befehl zum Ausschenken. Pass mal auf, wir machen das ist ja alles ganz nett, aber das ist ja auch alles ganz schön viel. Jameson, Waffe 1, Direktbefehl, hier hinlaufen und sich hier erstmal eine Waffe nehmen. Und ich würde denken, die beiden mit den Waffenskills können ja dann auch mal in das Shuttle gedingst werden. Itzel, auch mal Direktbefehl, hier hingehen und warten. Sehr gut, die sind direkt unter beiden, also beide sind direkt unter dem Befehl, das ist auch sehr schön. Die anderen beiden sind sowieso gerade weg. Weg. So, wundervoll. Können wir das schließen. Und gehst du mal hier hin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die beiden anwählen können. Sind die beide direkt unter meinem Befehl? Jetzt sind die beide da, sehr gut. Jetzt können die hier hingehen in der Shuttle. Sich bewegen nach, Raumanzug anlegen. Fahrzeug besteigen mussten wir jetzt. Hier vielleicht einfach mal sich bewegen nach. Ziehen die sich Raumanzüge an? Fahrzeug besteigen. Steigt bitte das Fahrzeug. Raumanzug anziehen. Fahrzeug besteigen. So, jetzt kann ich das Fahrzeug lenken. Nice. Ja, sehr schön. Ach, wundervoll. Und hier ist doch direkt eins, ne? So, mal gucken, ob das zu zweit hier funktioniert. Wir fangen mal hier oben an. Klicken, um ausgewähltes Fahrzeug hier anzudocken. Angedockt, Andockvorgang eingeleitet. Eieiei. Okay, bremst. Oh Gott. Wo genau dockst du denn jetzt nochmal an? Hier dockst du doch an, oder? Okay, ah, ihr wisst schon, was ihr macht. Was nehme ich mal an, ne? So, sehr gut. Fahrzeug verlassen. So, jetzt seid ihr beide da. Erforsche jeden Winkel des verlassenen Schiffs und schalte alle Feinde aus, die sich dort eventuell aufhalten. Okay, das haben wir ja gemacht. Direktbefehl. Bin ich ganz sicher, ob wir hier überhaupt richtig sind. Kommen wir da überhaupt hin? Ach, wir haben ja den Raumanzug, alles klar. Was haben wir denn hier? Hier können wir irgendwas nehmen. Credits, nice. Was haben wir hier? Ist das eine abgeranzte Küche? Keiner will eine abgeranzte Küche haben. Okay, wir müssen jeden Winkel erkunden. Das werden wir jetzt mal tun. Ist das spannend oder ist das spannend? Früchte. Könnt ihr das nicht nehmen jetzt hier? Nehmen, sich bewegen, in die Hocke gehen, Sauerstoff geben, Waffe wegstecken. Nee, nichts Waffe wegstecken. Schön mit der Waffe hier durch die Gegend laufen. Okay, das finde ich, sollten wir einsammeln können. So. Gibt es jetzt hier Feinde oder nicht? Wir werden jeden Winkel hier erkunden.
Das hier ist wirklich ein bisschen, da müssen wir mal gucken. Vielleicht gehen wir hier mal in die Steuerzentrale. Itzel, komm mit. Was ist das hier? Wir haben irgendeine Kapsel aufgemacht. Okay, offensichtlich. Oh, Moment mal eben. Tati, was ist das denn? Tati Camargo. Camargo? Okay. Wir haben... okay. Das ist ja sehr... was? Jetzt steuern wir auch noch Tati. Okay, wir können nicht... Also warte mal, Tati kann ja eigentlich mal zurück zum Shuttle laufen. So. Irgendjemand hat hier einen Hund. Höre ich gerade. Ach, wahrscheinlich unten die... Hatte ihren Freund mit dem Hund da. Ach, interessant. Wir haben hier quasi... Okay, wir gehen nochmal in die... Mannschaftsräume. Wir haben jetzt Tati befreit und damit haben wir unseren fünften Mitspieler gefunden. Schön. Hier liegt auch noch was. Das sind Credits, oder? Wir können mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ja, kommen wir durch die Eingangstür da vorne. Die Credits lassen wir natürlich nicht hier liegen. Sehr gut. Oh, ein neues Datenlog. Das waren gar keine Credits. Okay, wir haben irgendwelche Datenlogs gefunden. Problem mit Umgebung. 2 unzureichende Sauerstoffzustände. Okay, wir haben gleich 2 verloren. Das ist ungünstig. Zurück, Freunde. Schnell zurück. Uiuiui, ich glaube, die Gesundheit reduziert sich gerade. Das ist ungünstig. Ja gut, aber was sollen wir jetzt machen? Jetzt können wir gerade nichts anderes tun. Aber gut, wir haben jetzt hier oben eigentlich alles erforscht. Wir können ja jetzt einfach hier wieder ins... Können wir jetzt hier nicht ins Schiff zurück? Fahrzeug besteigen. Da müsste doch Sauerstoff wieder da sein für alle, ne? Okay, wundervoll. So, dann fahren wir doch mal hier runter und docken hier noch an. Wundervoll. Vor allem haben wir jetzt hier noch, da können wir da theoretisch noch Sachen machen, oder? Ressourcen reichen nicht aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, für die Kapsel, ne? Ach nee, warte mal, hier Strom fehlt, kein Leistungsstrom. Ja, das können wir ja ändern. Moment. Strom. Kleiner Stromknoten müsste doch reichen, oder? Den bauen wir einfach hier in die Ecke. Dann sollte das wohl funktionieren. So. Klicken, um Fahrzeug zu verlassen. Nach Andocken können wir das Fenster unten links, der direkt Befehl zum Aussteigen gegeben werden. Sehr gut. So, wo seid ihr denn jetzt? Mal hier alle hin. Okay, Momentchen. Pause. Baue folgende Objekte. Navigationspult. In Verbindung mit Hyperantrieben ermöglicht dieses Navigationspult Hypersprünge des Schiffs zwischen Bereichen des Sonnensystems. Benötigt ein Bediener. Mhm. Baue 2 Hyperantriebe. In Verbindung mit dem Navigationspult ermöglicht bla 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 bla. Das gleiche wahrscheinlich. Okay. Aber wir sind jetzt gerade dabei, hier das Schiff zu erkunden. Wir fliegen jetzt nicht weg, oder? Oh, Moment. Okay, offensichtlich will mir das Spiel sagen, Bergungsgüter verfügbar. Klick auf diese Benachrichtigung, um Instruktionen zu erhalten. Ja, Momentchen. So. Wähle das erforschte verlassene Schiff, die erforschte verlassene Station aus, indem du entweder diese Benachrichtigung anklickst oder bis zur taktischen Ansicht herauszoomst. Das geht auch. Okay. Weiter. Ist das Schiff die Station ausgewählt, öffne den Tab Bergung links unten im Infofenster. Bergen. Haben wir.
Dies kann dazu genutzt werden, Befehle zum Bergen von Schrottressourcen zu geben, während du über den Tab Transfer die geborgenen Ressourcen auf dein Schiff befördern kannst. Sowohl Besatzung als auch Shuttle müssen von Direktbefehlen ausgenommen sein. Also sie dürfen nicht direkt befehlt werden. Okay. Deine Besatzungsmitglieder können automatisch auf dem verlassenen Schiff der verlassenen Station arbeiten und das Shuttle nutzen, um Ressourcen zu transportieren. Sind sie von Direktbefehlen ausgenommen, können deine Besatzungsmitglieder arbeiten und sich gleichzeitig automatisch um ihren Sauerstoffbedarf kümmern. Oh ja. Okay, das heißt, jetzt können wir hier irgendwie bergen. Wahrscheinlichkeit hoch. Hüllenschrott, Weichschrott, Bergungsgüter. Alles. Transfer. Ah ja, okay. Ja, das ist schon nice. Dann bergen wir einfach alles, oder? Vorantreiben. Weist der Arbeit auf diesem Schiff höchste Priorität zu? Ja, Momentchen mal. Wir sind ja jetzt erstmal noch auf dem Schiffchen. Okay, das heißt aber auch, wir brauchen die hier gar nicht mehr unter den Direktbefehl zu stellen. Wir lassen die einfach so. Bergung, Transfer aus verlassenem Schiff nicht möglich. Du musst dein Shuttle von Direktbefehlen ausnehmen. Haben wir. So, und jetzt können wir das ja hier bergen. Beischrott, Infraschrott, Techschrott, Transfer. Alles. Alle auswählen, alles klar. Maximum. Gekapert von Spieler, sehr gut. So, Transferziel ist das. Also wir nehmen quasi einfach alles mit, auch das Menschenfleisch, was jetzt ein bisschen seltsam ist, aber okay. Besatzung, Einstellungen. Wir nehmen einfach alles, wir klicken alles an und gucken mal, was passiert, würde ich sagen. So, und da sind sie auch schon nicht mehr da. Wo sind sie denn jetzt? Ach, sie fahren nach Hause. Inventar. Sie gehen schlafen. Oh, Moment, wir haben ja gar kein Bett für Tati. Okay, da müssen wir natürlich noch ein Bett bauen. Das tut mir leid. Ich baue mal noch ein Stockbett. Ich habe das Gefühl, es kommen vielleicht noch mehr Leute dazu. Bin noch nicht ganz sicher. Ja, Wahnsinn. Okay, einer muss auf dem Boden schlafen, das tut mir sehr leid, aber... So, dann können wir jetzt hier noch das Navigationspult mal bauen, zumindest in Auftrag geben. Ah, wo tun wir das denn hin? Machen wir das hier hin? Oder können wir das hier dran bauen? Geht's nicht. Ja, wir könnten das hier so hinbauen. Das wäre okay für mich. Was ist hier los? Kein Leistungsstrom, nicht am Leistungsstromnetz. Ach, das ist noch nicht gebaut hier, ne? Okay. Und wir nehmen das andere ja noch in... Zwei davon? The fuck? Ernsthaft? Wo sollen die denn hin? Wie, was? Kann mir mal jemand erklären, wo die hin sollen? Ist das dein Ernst? Ich muss hier so Riesendinger dran. Was? Okay, das können wir offensichtlich noch nicht bauen. Da müssen wir wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen erweitern. Das ist schon sehr crazy. So. Nun gut, Freunde der Nacht, dann, also im Sinne von, die schlafen gerade alle, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Space Haven. Ich hoffe, es gefällt euch und wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Bis dahin. Tschüssing.